Ja, wir haben das mit dem Klagegottesdienst vor vielen Jahren bereits gemacht, als es um die Auflösung von Dorfpfarrstellen ging und dass die kleinen Dörfer mit an die Stadt hin angegliedert werden sollte. Und es war uns einfach wichtig, dass die Menschen Abschied nehmen können von diesem Verband, in dem sie gelebt haben als Gemeinde über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, kann man ja fast sagen. Und da haben wir dort in dem Hauptdorf in Rudersdorf einen Gottesdienst, Trauergottesdienst, Klagegottesdienst gemacht, wo wirklich der Abschied ernst genommen wurde, zelebriert wurde auch ein Stückchen. Und ich denke, das war gut für die Gemeinde. Es hätte wahrscheinlich durchaus auch noch ein bisschen mehr sein können und die Zeit noch ein bisschen mehr sein können. Aber die Idee ist schon relativ alt. Also ich denke, das ist 5, 6 Jahre schon her, dass wir das gemacht haben. Aber es war gut für die Gemeinden. Was den Klagegottesdienst vom normalen Gottesdienst unterscheidet, ist ja wirklich, dass da Abschied genommen wird. Das ist ja fast so was wie eine Trauerfeier für eine Gemeindestruktur. Und es hatte auch Elemente vom Abschiednehmen, von einem Trauergottesdienst. Ich denke, dass es für die Gemeindeglieder gut war, diesen Abschied zu spüren und nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen und nicht einfach zu sagen, okay, das eine war jetzt ist das andere, gucken wir, wie es weitergeht. Sondern das hatte auch was von Wertschätzung dessen, was gewesen war. Die Trauer ist in diesem Gottesdienst stehen gelassen worden. Die Freude auf das Neue, die kann ja dann erst mit den anderen zusammen, mit denen man das Neue macht, geschehen. Und ich denke, es braucht auch die Zeit, um Trauer stehen zu lassen.